für die Coaching-Session. Skillset, Positionierung, Angebot, Zielgruppe, Sales, Lebenszyklen, Pro-Kopf-Rentabilität und Skalierung letztendlich. Es ist sozusagen das Endprodukt, skalierfähiges Business. Ja, das sind so 7 Punkte. Und die würde ich jetzt mit dir einfach mal gerne durchgehen in dieser Session. Und ja doch, wie kommen Kunden sozusagen auf dich zu oder wie kommst du auf Kunden zu oder wo präsentierst du dich, bietest du dich an? Also wir machen zurzeit hauptsächlich Leads-Generierung über Facebook jetzt zum Beispiel. Da gibt es mehrere so Facebook-Gruppen, wo dann Leute so reinposten, dass die jetzt ein Projekt hätten und jetzt einen Programmierer suchen oder sie brauchen jetzt eine WordPress-Seite und so weiter. Und da kommen wir aktuell an Kunden oder halt über Empfehlungen. Mhm. Organisch, oder? Also ja, genau. Ja, also da schaltet ihr noch keine Ads oder sowas? Nein, das nicht. Okay. Nicht. Ist das eine planbare Geschichte oder kommt da so hin und wieder einfach mal was, ohne dass man jetzt wirklich sagen könnte, das könnte man irgendwie planbar, jede Woche kommen da 2 Sachen rein oder sowas? Kann man jetzt nicht so sagen. Also wirklich planbar ist es zurzeit nicht. Es ist eher so, mal wieder ein neuer Kunde. Okay. Genau, so hin und wieder mal so empfehlungsmäßig oder sowas, ja, so sporadisch mehr oder weniger. Ja. Und daraus schließt sich ja schon die nächste Frage, ist sowas skalierbar? Wahrscheinlich nicht, nein. Ja, eher schwierig, okay. Ja. War eigentlich so eine Fangfrage. Ja, dachte ich schon. Okay. Das heißt jetzt. Also ich glaube, so grob geschätzt, so das Verhältnis zu dem, so auf jedes 10. Angebot folgt ein Kunde ungefähr. Jedes 10. Angebot ein Kunde, okay. Ungefähr, ja. Vielleicht auch 2. Also das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Okay, was würdest du sagen, wenn ich eine Methode kennen würde, wo du quasi 50% plus dein Angebot in Kunden verwandelst? Ja, das wäre nicht schlecht, ja. Das ist nämlich was, wo ich schon mit einigen Entwicklern geschafft habe. Okay. Die schreiben dann vielleicht insgesamt nicht so viele Angebote zunächst. Insgesamt kann man das dann skalieren. Ja, also zunächst mal optimiert man die Methode, wie man überhaupt zum Angebot kommt. Ja. Mhm. Dadurch hat man natürlich erstmal viel weniger Angebote, weil man viel stärker Preselection betreibt. Ja. Wenn man aber dann die neue Methode erstmal etabliert hat, dann kann man mit der neuen Methode, wo man quasi 50+% 80-90% aller Angebote dann auch in Kunden verwandelt, diese Methode dann als Basis nehmen und darauf aufsetzen, weil man ja wesentlich profitabler geworden ist, also die sogenannten Transaktionskosten, reduzierst du dann quasi um 90%. Okay. Ja, also wenn du quasi nur jeden 10. Kunden verwandelst, hast du ja Transaktionskosten von 9 Angeboten, erstellen, machen, tun, blabliblub, ja, Anforderungs, irgendwas, Gespräche, Workshops, die sich dann wieder in Luft auflösen, weil dann keine Münze dabei rumkommt, ja. Mhm. Wenn du es jetzt reduzierst auf 50+% oder sagen wir mal den ganzen Kuchen umdrehst, also quasi um 160 Grad, ja, dass du sagst, jetzt ist es nicht mehr so, dass nur einer von 10 Interessenten Angeboten auch zum Kunden wird, sondern nur einer von 10 Angeboten wird nicht zum Kunden. Ja, also wenn du es schaffst, dass du den ganzen Kuchen umdrehst, hast du 9-mal weniger Transaktionskosten. Ja, und dadurch wirst du allein schon 9-mal profitabler als Business. Schon allein deswegen. Ja, ist ja ist soweit logisch nachvollziehbar, was ich damit mit Transaktionskosten meine. Das ist ein enorm wichtiges Wort, wo teilweise Agenturen, die mehrere Dutzend Mitarbeiter schon haben, teilweise 100, ja, nicht berücksichtigen in ihrem ganzen System und sich dann wundern, dass sie mit 100, 200 Mitarbeitern vielleicht 10 Millionen Euro Umsatz machen, wobei unterm Strich vielleicht 100.000 Euro Gewinn bleiben im Jahr. Mhm. Ja, und so rumkratzen an der Pleite. Da gibt es nämlich eine ganze Menge Agenturen noch in Deutschland leider.
obwohl es gar nicht nötig wäre. Die hinterfragen einfach nicht solche Prozesse, ja, und zum Beispiel nehmen halt alle möglichen Anfragen an, erstellen Angebote, weil sie meinen, desto mehr Angebote, desto besser. Mhm. Ja, desto mehr Angebote ich raushaue, desto theoretisch mehr Kunden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mehr Kunden gewinne. Das ist aber nicht unbedingt die wichtigste Kenngröße, die Anzahl der Angebote, sondern es ist die Qualität der Angebote.